Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit Special Guest. Herr Muffin ist wieder dabei. Und das heißt, es ist Campus-Typen-Zeit. Zeig deine auf. Ja, Ma'am. Ja, Ma'am. Campus-Typen sind wieder da. Es gibt ein neues Semester, also gibt es auch neue Campus-Typen und wir haben uns die wieder besorgt. Habe ich da noch Kuchen im Gesicht? Nein, es geht. Und obendrauf lag eine Flasche lieblicher Blanche Jolie, Blanc de Blanc, lieblich, feinfruchtig von... Ach, der heißt Blanche. Okay, den werden wir weitergeben und der wird bestimmt getrunken. Ist ja ein schöner Sommerwein, denke ich mal, mit Schraubverschluss, sehr praktisch. Sehr schön, du darfst auch. So, ich habe hier Spülmittel. Blaue Helden, Spülmittel. So, da ist vorne eine Tüte dran. Ja. Nachfüllen statt wegwerfen. Okay. Power-Tab. Power-Tab, okay. Muss man da wohl reinmachen und dann... Da ist eine Anleitung. Flasche mit Leitungswasser füllen. Power-Tab einwerfen und auflösen lassen. Knopf betätigen und loslegen. Ja, wir haben Geschirrspüler, aber kann man trotzdem mal ausprobieren. Ich habe hier ganz viel Werbung und eine Zeitschrift. Das gucke ich mir später an, ob da was Schönes dabei ist. Da habe ich auch viel Werbung. Messmer zum Beispiel. Oh, da ist sogar ein Tee dran. Ein Eistee Zitrone ohne Zucker. Magst du sowas? Ja, probieren wir, ne? Probieren wir einfach mal aus. Ist da sonst noch irgendwas? Das ist ein Gutschein. Gutschein. Werbung. Oh, Körperwelten. Ja, Plastinarium in Guben. Wo auch immer Guben ist. Wir sind in Kiel. Warum kriegen wir Werbung für ein Plastinarium in Guben? Ich weiß doch gar nicht, wo Guben ist. Vielleicht ist es um die Ecke. Körperwelten Berlin. Okay, alles klar. Was gibt's hier? Was steht hier noch? Berlin. Kostet 14 Euro. Alexanderplatz. Wenn wir das nächste Mal in Berlin sind und die liebe Mira und den lieben Orsok besuchen, dann können wir ja vielleicht da hingehen. Ja. Für ein verlängertes Wochenende mal nächstes Jahr. Da freuen wir uns schon drauf. Wir kriegen ja auch Besuch von Mira und Orsok Ende August und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle, falls ihr zuguckt. So, auch noch ein Tee, sehr schön. Und ich ziehe aus meiner Tüte Eat Real Hummus Chips, Tomate und Basilikum. Vegan. Die hast du auch drin. Bis 1.4.23 haltbar. Willst du die probieren? Die probieren wir auf jeden Fall. Ja, ich probiere auch mal einen Chip. 25 Gramm sind es. So, dann habe ich eine Coke Zero. Hast du auch eine Coke Zero? Die habe ich auch, ja. Auch eine Coke Zero, sehr gut. Ich liebe Coke Zero. Gerade in diesen handlichen Größen kann man gut mitnehmen. Und die werden wir gleich kalt stellen. Ich habe drin ein Rothaus Radler. Ach, das werde ich trinken. Das kriegt Herr Muffin, da freut er sich schon drauf. Hast du auch ein Rothaus Radler? Habe ich auch drin. Sehr gut. Hast du schon mal zwei Bierchen? Radlerchen. Ich habe Plummy Kisses von Bilou, fliegender Cremeschaum. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, bleibt dabei. Meine Instagram-Follower wissen, wenn dieser Belou-Cremeschaum drin ist, geht der meistens an euch. Also stay tuned auf Instagram, kleine Eigenwerbung an dieser Stelle. Da werde ich, hast du auch einen? Den habe ich auch drin. Dann werde ich eine Verlosung machen und es wird zwei Gewinner geben. Also bleibt gespannt auf Instagram, da könnt ihr das gewinnen. Fast mein von der Intim-Waschlotion. Okay, Rosenrot Manufaktur Naturkosmetik Fembit Intim, feste Intim Waschlotion. Das wird weitergehen. Ich mag keine festen Produkte. Ich mag das nicht. Ich weiß nicht. Ich bin da kein Fan von. Ich weiß, es ist umweltschonender und so, aber
Ja, ich weiß schon, wem ich das gebe, aber ich werde es nicht benutzen. Was wollte ich noch sagen? Ach so, mein Instagram-Name ist unterstrich Sophie unterstrich Muffin unterstrich. In meiner Beschreibung steht der auch drin, aber er hat das jetzt in Kursiv geändert. Und ich weiß nicht, wie ich das wieder zurückändern kann, ob ich dann Leerzeichen machen muss, damit der das sieht. Aber es ist unterstrich Sophie unterstrich Muffin unterstrich. Falls ihr mir da noch nicht folgt. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch dazu entscheidet. So, weiter geht's. Ich habe einen 360 Energy. Also Wodka Energy. Trinkst du sowas? Ja, das trinkt er, Herr Muffin, auch mit Pfand. 100% Premium Energy Drink. Diamond filtered. Okay. Hast du etwas Ähnliches? Den habe ich auch drin. Den gleichen? Ja. Ja, auch noch zweimal den. Ist sehr ausgeglichen, die Tüte. Ich habe drin Axe, Nonstop Fresh, das Epic Fresh. Habe ich schon, aber das ist gut. Das ist gut, ne? Auch drin. Das hast du auch drin. Dann hast du wieder Axe Deos. Sehr gut. Das kann man immer gebrauchen. Gerade jetzt im Sommer. Schützt das auch? Oder? Ja, die sind gut. Entschuldigung. Oder riecht das nur gut? Nein, das schützt auch. Hüstinette. So, dann habe ich drin, das ist was für mich, ein Cappuccino Coffee Drink von Mr. Brown. Den habe ich auch. Ja, zwei Coffee Drinks für mich. Auch mit Pfand? Nee, der ist ohne Pfand. Ja, der ist noch ohne Pfand, alles klar. Und dann habe ich drin einen Risen Shine Extreme Wet Shine Lip Gloss in der Farbe Daring Doll. Und den werde ich mit in die Verlosung schmeißen. Hast du auch einen? Nein, aber okay. Dafür habe ich ein reiniges Handgel. Oh, das ist was für dich. Es wird drei Gewinner geben. Zweimal Duschschaum, einmal Lip Gloss. Ich habe auch ein Handcleansing-Gel von Neki, Aloe Vera und Shea, also auch pflegend. Da freust du dich, oder? Ja. Und da freue ich mich auch. Ein Moserliesel. Das schmeckt gut. Das habe ich nicht. Das haben wir aber schon öfters. Jetzt haben wir ein schönes, leckeres Bier, zwei Radler. Der Abend ist gerettet. Sehr schön. Das waren... Meine Tüte ist leer. Ja, da können wir den Papiermüll reintun. Aber selbstverständlich. Ja, gut, ne? Dann können wir das schön trennen. Mülltrennung ist nämlich wichtig. Wenn man sonst schon auf feste Produkte verzichtet, so wie ich, und damit die Umwelt schädigt, dann trennt man wenigstens den Müll ordentlich, ne? Genau, und das war unser Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin, alles Liebe und Gute. Tschüss. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss!